Ja, schönen guten Morgen, liebe Freunde. Mehmet hier dran. Ja, wie gesagt, bin wieder arbeiten, wie jetzt hier Ende der Woche naht. Ja, da wollte ich euch mal ein paar kleine Problemchen mal euch mal erzählen, was die Leute denken jetzt nicht gut. Ja, keine Ahnung, ob es den Leuten gut geht oder nicht. So, Freunde, hier habe ich einen Jetta. So, dann sagt das, heißt das, ja, können wir mal TÜV drauf machen? Ja, können wir gerne machen. Und dann zeige ich euch mal. So, seht ihr? Jawohl, da ein schönes Riesenloch. Das kennt ihr vom VW, da sammelt sich das Wasser immer rein. Und ist leider so, ne? Und dann könnt ihr hier mal gucken. Da ein Loch und hier ein Loch und hier ein Loch. So, komplett Schweller sind am Arsch. Okay, Stoßdämpferpuffer sind am Arsch. Ja, was soll man machen, ne? So, Freunde, was hat die schöne Karre noch? Was hat sie noch? Spurstangenköpfe, ein Loch. Vorne ein Traggelenk, auch kaputt. Hier ein Traggelenk, hier ist Spurstangenkopf kaputt. So, was hat er noch? Die Frontscheibe ist kaputt, die Reifen sind am Arsch. Also, eigentlich ja, viel Arbeit an dem Ding. So, da sagt der Kunde zu mir, ich habe 800 Euro, kannst du das machen? Ich sage, nein, kannst du es lassen, ne? Für 800 Tacken, Freunde. TÜV kostet 140 Euro, Frontscheibe, die ganzen Sachen, die ich euch gezeigt habe, ne? Und die Schweißarbeiten, ihr wisst, was Schweißarbeiten, wie teuer die sind. Da habe ich dem Kunden gesagt, nee, mache ich nicht, lass doch mal, nimm mal dein Auto mit. Ja, nee, dann lasse ich das woanders machen. Ich sage, ja klar, kannst du gerne woanders machen, habe ich aufgelegt. Ne? So eine Stunde später ruft er an, ja, okay, mach mal uns was. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt gesagt, ich habe noch nicht mal richtig erhöht. Ne? Also Freunde, diese Reparatur würde ich vielleicht so 1,3, 1,4 kosten. Und ich finde wirklich, wirklich für das Geld mit Frontscheibe und da kriegt er noch mal 4 Reifen. Ne? Vergiss nicht, Allwetterreifen will er noch haben. Und da wollte er mir 800 Euro geben für die ganze Geschichte. Ne? Also, keine Ahnung, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Und das ist das, was ich euch gesagt habe. So. Jetzt stellt euch vor, ich würde es für 800 Euro machen. Ja, und jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, was bei 800 Euro für meine Firma übrig bleiben würde. Ne? Wenn ich schon für die Reifen 300 Euro ausgebe, Frontscheibe 150 Euro ausgebe, plus die ganzen Teile, da bin ich doch schon bei 700 Euro, ohne was gemacht zu haben. Und dann heißt es immer so, ja, ich habe 800 zur Verfügung. Hab gedacht, ja, schön für dich. Dann muss das Ding ohne TÜV fahren. Da mache ich auch nichts mehr. Ich hoffe, ihr versteht mich, Freunde. Ich will hier nicht hier irgendwie den Großkotz raushängen, aber es muss sich alles irgendwie relativ. Und der junge Mann hat einen Imbiss, also und es läuft nicht schlecht, sein Imbiss. Ne? Da habe ich ihn aber gesagt, ich sage, Freundchen, wie sieht's aus, wenn du den Döner mal für 4 Euro machst? Dann sagt er, ja, wieso, kann ich ja nicht machen, dann bleibt mir für mich nichts übrig. Ja, aber davon rede ich doch die ganze Zeit, Freunde, ja. Es bleibt doch dann nicht übrig. Und dann heißt es aber so hier, kannst du das für 800 machen, sonst lohnt sich das für das Auto nicht. Ich sage, ein Döner für 7 Euro lohnt sich für mich auch nicht. Dann nehme ich auch keinen Döner oder wie. Also, eine kurze Story von dieser Geschichte. Er hat aber eingewilligt, hat gesagt, ja okay, er spart trotzdem Geld, weil woanders wäre er vielleicht bei 2000 Euro. Ne? So, da wollen wir mal rangehen, da begleite ich euch mal bei dem Auto noch, wie wir die Seiten schweißen und machen tun. Und dann sehen wir uns nochmal. Ich gehe erstmal Teile holen, ich muss viele Teile abholen. Jawohl, jetzt gehe ich mal ein paar Teile abholen. Oh Mann, jetzt muss ich mal gucken. Genau, da habe ich den Kompressor eingebaut. Da kommt noch ein separates Video auf jeden Fall dazu. Ja, meine Babys schlafen hier auch noch alle. So. Oh, mal gucken. So, da habe ich noch einen Kandidaten draußen. Ja, da braucht man Reifen. Das geht doch. Reifen ist nicht so schlimm. Ja, fahre ich mal sein Auto. Er hört irgendwie ein Klappern, Tackern. Da muss man mal gucken, warum der klappert und tackert. Und dann sehen wir das, ne? Boah, schön 270 CDI. Mit blinden Augen, naja, die können wir auch mal frei machen, dass die wieder mal glänzen, ne, Freunde. So, schön mit der E-Klasse W210 unterwegs. Ja, was geht hier nicht? Tachobeleitung links funktioniert nicht. Ihr könnt noch mal sehen, ja, muss mal gemacht werden. Jetzt zeige ich euch was Lustiges. Geil, ne? Hat er sich selber beholfen hier mit Kabel? Ja, warum nicht? Kann man doch auch mal machen, oder? Ja, ich finde, das Modell ist auch nicht schlecht, klar, ne? So die Diesel, die laufen ewig. Leider, die Karosserie hält das nicht viel aus, ne, bei dem Auto. Naja, TÜV hat er noch ein bisschen, das hat er wohl kein Problem mit dem Auto und ich mache ihm mal 2 Reifen drauf, mal einen Service will er mal haben, die Lampen mal hier reparieren. Wetter ist heute einigermaßen, ihr wisst Freunde, Wetter ist richtig, richtig kalt geworden. Heute soll es vielleicht sogar schneien. Mal schauen, ob es wirklich schneit. Ja, Katastrophe, Freunde, Katastrophe, Alter, guckt euch das mal an, der Schweller muss sich komplett neu ersetzen. Na, der Kunde auch noch rumgeheult, er will das nicht zahlen, aber na, kann er die Karre mitnehmen und Müll schmeißen, ne? Wenn ihr so seht. Hier, na, da, schaut euch das an, Freunde. Alter, wirklich, Alter, VW, Alter, ich verstehe das nicht hier. Guckt euch die Kacke mal an. Komplett zerfetzt das Ding. Hier.
Ja, das dazu, um zu heulen, ja, hier geldmäßig. Und Freunde, Schwelle ersetzen, könnt ihr ja selber überlegen, was sowas kostet. Ist nicht günstig, ist nicht günstig. Ja, ist so. Da muss er durch, kann ich auch nicht ändern. Jetzt an alle VW-Fahrer, an alle VW-Fahrer. Ja, warum rosten die Schweller? Ja, ganz einfach, Alter. Diese blöden Wasserabläufe, hier, die sind ja dafür da, dass das Wasser abläuft. Nur, viele sind, lackieren die Dinger über mit Unterbodenschutz oder normale Farbe und jeder VW, Golffilm, Passat und, die fangen an zu rosten. Freunde, die Dinger müssen frei sein, damit das Wasser da nicht drin hält. Sonst sieht das Ding aus wie der Jetta. Jo, guten Morgen. Was für ein Morgen, Alter. 3,5 Grad minus, oh mein Gott. Ja, ich chill im Auto, ich habe keinen Eiskratzer. Eine Dose wollte ich jetzt diesmal nicht nehmen. Ja, jetzt warte ich einfach mal hier 5 Minuten, obwohl es auch nicht gut für die Umwelt. Aber ich gehe mir jetzt einen Eiskratzer und dann ein paar Sachen holen, dass ich das mal wieder hinter mir habe. Ne? 3,5 Grad, minus, minus, kalt, kalt, aber die Sonne scheint. Schönen guten Morgen, Freunde, schönen guten Morgen. Ja, ich bin wieder auf der Arbeit. Ja, mit dem Auto mein Pech, da kann ich noch mal erzählen. Ihr wisst es, ich habe hier die Frontscheibe hab ich abgebaut. Wollen wir eine neue reinmachen? Ich denke, jo, kein Thema, gestern Abend schnell geholt. Dann sehen wir, ach du blöde Kacke, erste Scheibe kaputt an der Seite. Die zweite habe ich, ja, irgendwie ist sie kaputt gegangen. Oh. Jo, macht nichts, was soll ich machen? Dann haben wir die zweite Scheibe geholt. Was soll's, ne? Dann machen wir die Scheibe nochmal rein. Pech gehabt, ich glaube, der Kunde gibt mir irgendwie, ich habe Dauerpech bei dem Typen, ja. Erst rum, Preis rumhandeln, dann kommt immer mehr Arbeit von der Kacke. Jetzt noch die zweite Scheibe nochmal gekauft. Jo, was soll ich machen? So ist das. So, Freunde, Samstag, keine Ahnung, hier 1:30, wollen wir auch langsam Feierabend machen. Ivan hat uns heute mal auch mal hier ein bisschen beehrt, mussten wir ein bisschen alle zusammenarbeiten, damit wir die Aufträge fertig machen. Ja, was hast du, Ivan? Ivan hat keine Heizung. Jo, ihr kennt BMW. Also wir glauben nicht auf eine Zylinderkopfdichtung. Ich glaube nicht. Ja, verliert er kein Wasser. Nein, er verliert kein Wasser. Ich denke mal, das Luft. Wir machen jetzt mit Unterdruck, dass wir jetzt mehr sein System entlüften und hoffen, dass es hier wieder wird. Und dann wollen wir auch feiern machen, ne? Das reicht. Ja, ein bisschen rumheulen muss ich jetzt auch mal. Sand, übernimm mal bitte hier. So, liebe Freunde, ihr wisst es, ich habe einen Anfang wieder mit dem Auto gemacht. Ja, ich habe eine Scheibe geholt, ich Idiot. Ne? Erste Scheibe war kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie die zweite Scheibe, das ist eine alte, das ist die neue. Ich habe keinen Plan, wie das Ding kaputt gegangen ist. Kein Plan. Ob jemand rangekommen ist oder was, ja, ist egal, ich habe noch eine Scheibe geholt, haben eingebaut. Ne? Ich rede mit dem Typen, ich sage ihm, du, pass mal auf, Kollege, Scheibe, scheißegal, ist bei uns kaputt gegangen, übernehme ich auch die Kosten. Ne? Dann habe ich ihm gesagt, ja, dass die Lager, die Hydrolager hier, sind ein bisschen rissig gewesen. Da hat der TÜV gesagt, nee, die müssen neu. Dann habe ich den Kunden angerufen, ich habe gesagt, du, Digi, wir müssen jetzt auch die machen. Nein, die waren nicht im Preis mit drin. Ich sage, du, Junge, was soll ich denn da machen, wenn der TÜV das nicht... Ja, wieso hast du nicht vorher? Die waren ein bisschen rissig. Also wirklich... Hätte man durchgehen können, Spiel war da ja auch nicht drin, weißt du. Aber wenn der TÜV jetzt sagt, nein, die will er neu haben. Wir können ja auch nichts ändern. Kann ich auch nicht ändern, Alter, wenn er sagt, ich will die neu haben. Ja. Ist nun mal so, ihnen hat es nicht gefallen. Vielleicht ein bisschen kleinkariert, aber wenn die ein bisschen richtig sind, dann werden sie auch nicht besser davon, oder? Nee. Hab ihn angerufen, ich sag zu ihm, du Digi, komm mal her, scheiß drauf, die beiden Dinger müssen wir noch reinmachen. Nein, ich zahle nicht mehr. Habe ich ein bisschen Nerven verloren, ne? Weil Freunde, wirklich, überlegt mal. Wir können auch nichts dafür. Freunde, ich habe bei dem Typen Frontscheibe komplett meine Schweller neu gemacht. Spurtankköpfe neu, Traggelenke neu, die beiden Hydrolager neu, Scheibe neu, Bremse hinten neu. Weißt du, was ich meine? Und und mit TÜV-Kosten und was, da sagte ich, gebe dir 800. Ich habe gesagt, ich mache dein Auto nicht mehr weiter. Ist mir auch scheißegal. Jetzt warte ich, bis der Montag mein Geld gibt. Ich baue ihn nicht zusammen, weil ich sehe es nicht ein. Nachher baue ich ihn zusammen, dann heute rum. Dann gebe ich ihm das Auto nicht. Ich habe ihm jetzt gesagt, Auto mache ich nicht mehr weiter. Der soll jetzt Montag morgen kommen, sich das selber mal angucken. Ja. Und ja, ich finde es ein bisschen wirklich hart, mit Menschen zu diskutieren. Weißt du, was ich meine? Sagen, das ist ja eigentlich noch nicht mal unsere Schuld, weißt du? Weißt du, dass ich mit Menschen diskutieren muss, dass ihr Auto kaputt ist. Da sagt er zu mir, ja, das Auto ist 3 Mille wert, da kann ich auch verbrennen. Ich habe gesagt, nimm doch mit, verbrennen doch, ist doch nicht mein Problem. Ja, Freunde, also ich verstehe den Parkkunden, die sind da wirklich, da habe ich, weißt du, was ich meine? Und ja, was? Ich habe das vorher mit ihm auch abgesprochen, dass ein paar Kosten dazukommen können. Weißt ja, aber man steckt ja selber nie da drin. Man steckt ja nicht drin, nein. Ja? TÜV sieht immer mehr. Klar, ne? Wenn er auf die Rüttelplatte geht, dann rüttelt er das Ding, da kommen ein paar Mängel raus und ja, egal, er kommt Montag vorbei. Also mit ihm will ich nicht mehr zusammenarbeiten, dann soll er sein Auto nehmen und sich eine andere Werkstatt suchen, weil ich sehe das hier nicht ein, ganz einfach, oder? Ja. Weil dass die Arbeit hier nicht honoriert wird und rumgeheult wird, aber ich bestehe jetzt auf meine Kohle und ich habe ihm gesagt, scheiß drauf, dann zahlen wir die Kosten, Einbau mache ich so.
Hat er weiter drum geholt? Nein, wir haben Festpreis abgemacht. Ich sag, Alter, ich kann nicht bei einer Autoreparatur Festpreis machen. Es kann immer was dazwischen kommen, oder nicht? Ja. Weil das ist ja auch noch nicht mal unsere Schuld. Freunde, also das ist so eine Heulgeschichte von mir, das ist ein Werkstattalltag und es ist nicht die einzige Situation. Leider ist es leider wirklich oft, dass sowas kommt. Ich habe auch Kunden... Komm, ich sag mal, 60% unserer Kunden sind leider so, ne? Nein, 60, ja, nee, 20, 30. Ja, gibt auch also viele nette Kunden haben wir auch. Hauptproblem ist natürlich, Kohle ist immer bei den Leuten knapp. Ja, verstehe ich auch. Aber ich kann das ja auch nicht ändern, dass die Kohle knapp ist. Wir können ja auch nicht aus unserem Geld denn Teile bezahlen und dann noch unsere Arbeit schenken. Nein, und ich habe auch, so hab auch wirklich viel erlebt gehabt, dass die Leute kommen, ja, mach mal. Ne, heute, wie gesagt, habe das eine Auto von dem einen gemacht. War beim Elektriker, hat was gemacht, Elektriker 250 Euro genommen, dann sagt er, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ich sage, ja, aber ich habe dir doch gesagt, ab 200 Euro vielleicht, weil wenn du zum Elektriker gehst, Elektriker kostet Geld. Du, ich sage, diese ganze Programmierungsarbeit ist so oder so mal teuer. Ja, ja, und dann sagt er, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, aber womit hast du denn gerechnet, 50 Euro oder was? Er sagt, nee, weiß ich jetzt nicht. Ich sage ihm, ja, ich verstehe mal Menschen nicht. Wirklich, ich versuche den Menschen vorher zu sagen, Freunde, es kann so viel kosten, es kann auch Tick mehr kosten. Ich versuche denen das auch zu erzählen, den Leuten. Ne? Und deswegen, es ist nicht einfach mein Job. Freunde in der Werkstatt führen ist leider schwer. Man muss viel mit Menschen reden, kommunizieren. Ich versuche mal das Beste rauszumachen. Und man muss stärker, also durchhalten. Ja, und manchmal, wie gesagt, auf solche Kunden kann ich auch verzichten. Das wollte ich mal loswerden. Aber trotzdem, ich habe auch ganz nette Kunden, die sagen, hier, komm, was kostet es, was geht. Ich denke, das war mal eine kleine Story von meiner Werkstattgeschichte. Ne? Kleinen Kundeneinblick. Ja, einen kleinen Kundeneinblick. Davon habe ich viele mehr. Wer mehr sehen will, gerne in den Kommentaren schreiben. Ich kann euch Geschichten erzählen. Da fällt ihr von allen Wolken. Eine kleine Geschichte noch. Kommt einer mit dem Passat hier an. Ich gucke mir an, Antriebswelle kaputt. Ich denke, kein Thema. Ne? Weißt du noch? Ja, ganz genau. Klar. Und dann, ich wechsle die Antriebswelle, fahre auf der Probefahrt, Lenkrad auf schief und das Auto wackelt so. Ich sage dem Kollegen, war das schon vorher? Nein. Und bei einer Antriebswelle ist da keine Spur verstellt oder so. Ich denke, was soll ich da falsch machen, Alter? Ne? Ich aus- und eingebaut, ich fahre die Probefahrt, das Lenkrad. Ich sag, bitte, war das vorher so? Nein, sagt er zu mir. Ne? Ich denke, okay, Digga, war auch dreckig. Ne? Ich putze die Felgen hier. Weißt du noch? Ja, da war ja hier komplett, einmal komplett langgerissen. So langgerissen. Ich sag ihm, was ist das? Oh, ich war vor 3 Tagen auf Bordstein gefahren mit 70. Ich sag, du kleiner Spinner, du Alter, ne? Hat er schon alles kaputt gemacht, wollte die Schuld auf mich nehmen. Den habe ich hier auch, also den habe ich hier rausgeschmissen, der hat auch Hausverbot. Der war mal einmal hier, hat gesagt, raus, dich will ich hier nicht sehen. Freunde, eine kleine Geschichte, wer mehr Geschichten hören will, Geschichten habe ich ohne Ende, kann 2 Bücher rausschreiben oder 3 Bücher. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die, ja, abonnieren nicht vergessen, ne? Wie gesagt, 70% haben kein Abo, ich freue mich auf ein Abo. Abo ist ja nicht schlimm, einmal auf die Glocke, einmal auf ein Abo drücken, da freut mich richtig. Einmal den Knopf grau machen. Genau, ne? Vielen Dank, ich wünsche ein schönes Wochenende, dann sehen wir uns in den nächsten Videos und tschüss. Ciao, Freunde. So, ja, Freunde, ihr wisst, meine erste Werbung ist raus. Holi, holi, holi. Will ich nochmal dazu sagen, gibt es nochmal Rabatt mit meinem Rabattcode MTKs 5. Also, mir schmeckt das, Freunde, einfach mal auch mal probieren, das ist so mal... Aber dafür kriege ich jetzt nicht bezahlt, das mache ich jetzt freiwillig. Weil es dir schmeckt. Ja, nee, weil es mir schmeckt, ist es schon lustig, das Ding. Da wollte ich nur so reinhauen, also dafür kriege ich keine Kohle. Ich mache es aber freiwillig, weil ich von dem Zeug, ich mag das Zeug. Viel Spaß mit Holi. Bye, bye.